Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Ova Magica. Ja, die letzten Tage sind ausgefallen, weil ich krank bin. Oder war oder bin oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine neue Jahreszeit. Unsere Pflanzen sind noch alle da, das ist gut. Und wir können mal gucken, was wir heute dann Neues kaufen. Es kann sein, dass ich heute nicht so viel rede, weil ich einfach die letzten Tage unheimlich heiser war, was man vielleicht auch irgendwie hört. Aber nur dass ihr Bescheid wisst. Nur dass ihr Bescheid wisst. Nein, wir gehen heute mal ein bisschen hier anpflanzen. Wir haben einen Ofen. Ich muss mich selbst erstmal ein bisschen orientieren. Basketball habe ich. Tomaten muss ich gleich mal gucken. Apfel auf jeden Fall. Ja, wir können ja mal ganz kurz uns um unsere Basketball. Tomaten. Apfel. Federball. Okay, du möchtest Tomate. Du möchtest Tomate. Bitte sehr. Du möchtest auf jeden Fall einen Apfel. Bitte sehr. Und du willst mit dem Federball spielen. Warte. Sehr gut. Und du möchtest mit dem Basketball spielen. Zack. Auch gewonnen. Sehr schön. Damit haben wir uns um unsere Blobbles gekümmert. Mehr wollen sie nicht. Oder mehr brauchen sie nicht. Gerade oder wie auch immer. Mehr geht auf jeden Fall nicht. Mehr haben wir nicht da. Sagen wir es mal so. Wir haben weder Bonbons, noch haben wir Austern, noch haben wir Sonstiges. Okay. Endlich mal wieder ein bisschen Milch. Tatsächlich auch ein bisschen her gewesen jetzt. Dadurch, dass wir unsere nicht richtig gestreichelt haben. Wir müssen sie ja scheinbar streicheln. Zumindest unsere Kuh streicheln. Die anderen sind ja eigentlich alle relativ irrelevant. So doof, wie es klingt. Aber sie geben uns halt nichts im Stall, ne? Die sind halt nur dazu da, dass sie da sind. Aber naja. Lassen wir sie trotzdem erstmal da. So, kann ich irgendetwas kochen? Nein. Ich dachte vielleicht wegen der Milch oder sowas, dass sich vielleicht irgendetwas wieder anbietet. Aber nö. Okay, den Mist verkaufen wir, so wie wir den Mist immer verkaufen. Den kratzen wir uns und dann gucken wir mal in die Stadt. Ich weiß gar nicht. Kalender. Okay, Halloween ist. Morgen scheint die Sonne. Ist immer schlecht. Das ist auch was. Wormwood, okay, jetzt. Okay, jetzt, wir haben anderes Zeug. Okay, was ist das? This Herb Curse, Blindness Status Effect. Achso. Ah. Also wenn wir blind sind, dann haben wir das. Müssen wir mal gucken, was sich jetzt alles verändert hat. Ich sehe, wir haben Pilze. Ich sehe, wir haben Pilze. Okay, wir haben also jetzt Pilze und Wormwood. Und da ist noch ein Pilz. Mal sehen, vielleicht ist ja in der Stadt auch noch irgendetwas. Wir werden heute auch nur eine einzige Folge machen. Ich werde nichts anderes machen. Okay, diesmal haben sie Weizen angebaut. Naja, machen wir uns Weizen. Achso, mit dir möchte ich definitiv auch nochmal reden. Personalität ist am besten. So, ich wollte eigentlich das. Ich habe mich verklickt.
Was hast du denn, Blob erkenne? Okay, wir haben Korn, Pumpkin, Grapes. Das ist alles viel. Ja, sehe ich schon, das ist alles. Wir kaufen auf jeden Fall mal ein bisschen Korn ein. Und Pumpkin, ich weiß gar nicht, wie viele Felder wir noch frei haben, ehrlich gesagt. Grapes müsste ich sogar, glaube ich, haben, oder? Aber ich kaufe trotzdem, ist doch egal. Wir haben nur das Geld. Vor allem, wenn wir andere ausrauben, haben wir einfach noch mehr Geld. Sehr geil. Wir können übrigens auch jetzt ein Date mit... Oh, guck mal hier. Poppy. Cornflower. Einfach alles mal mitnehmen. Ich würde gerne... Da würde ich gerne hin. Ich würde gerne wissen, ob sie irgendein... Weil wir jetzt ja ein Event mit ihr haben. Wir haben ja die Herzen voll. Das würde ich gerne mal gucken und mal machen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich hoffe, man versteht alles, was ich sage. Sprechen ist sehr anstrengend. Tatsächlich ist Sprechen sehr anstrengend. Ich würde sagen, ich beschränke es auf das Nötigste, aber das tue ich eh nicht. Oh, guck mal, neue Früchte drin. Ein Ei. Kiwi. Naja, brauche ich nicht wirklich. Ich bin ganz ehrlich, brauche ich nicht. Hä? Seid ihr neu? Care for a battle. My blobs are due for a bit of training. Hm? Was? Ich sehe schon. Ist doch hier, oder nicht? Oh, doch, hat... Warte mal. Okay. Yeah, fine taste. Such a pleasure doing business with you. Okay. Okay, das war neu. Wir haben jetzt Dahlien. Auch im Herbst. Okay. Das war neu. So, ich möchte aber trotzdem zu meinen Schnucki-Pucki-Hasi-Pucki. Die hier oben garantiert irgendwie pennt. Hm, I swear I put them here when I came home earlier. Where could they have gone? Have you seen them, Case? My blueprints. I haven't seen them since earlier this morning. I have checked everywhere, but I haven't had any luck. Oz might be holding them hostage. Hier, dein Oz hält sie vielleicht gerade als Geisel. That's what I thought too, but I don't think he's responsible. Not this time. If you are not busy, would you mind looking for my blueprints with me? We might have better luck finding them together. Klar. Thanks. My blueprints were in the bag I was carrying on the way to Blob League this morning. I must have lost them somewhere on this path. Let's head out. Okay, kein Ding. Ey, Lucky Lucky, Bluri, Blinzy. Zählt das als Date? I stopped here for a few minutes because Oz wanted to play around here. I don't see them. Let's keep looking. Ich
You might know this already, but Emerald hates littering. It's because of him that everyone is so conscious of the environment. If someone's found my blueprints on the floor, they definitely think they belong in the garbage. Hold your breath, this is going to be stinky business. Ja, es sind nur ein paar Papiermülleimer. Ja, ich gehe mit einer anderen aus, ein Problem damit. What are you doing? Digging in the trash? That's, it's not what it, I can't explain it. Wow. Komm. If you're going to the dumpster diving, at least be more discreet about it. We are looking for my blueprints. Have you seen them? No, sorry. Okay, well, don't mind us. Okay, just don't forget to wash your hands, please. Hey, was denn? Well, that was awkward. Arme Jade. She will get over it. I'm sure she's seen Ruby doing worse. My blueprints aren't in the trash, so they might be up ahead. Let's move on. I remember stopping here, but I don't see them anything. Oh, let's get down from there. I take my eye off you for 1 second and you're running off on your own already. I'm starting to lose hope we will find this blueprints now. Don't lose hope. Thanks. I won't give up yet. I spent a lot of time on this blueprint, so I want them back. Bear with me a little longer. Scheinbar habe ich auch nichts anderes zu tun. Mann, habe ich was anderes zu tun? Hey, Charion, what are you up to? We are looking for the blueprints I lost this morning. You don't mean this blueprints, do you? My blueprints, where did you find them? I didn't. Spiky over here did. He made a nice snack out of them too. Dum, dum, dum. Is that why they are so soggy? Yeah, sorry, I tried to dry them, but they were covered in slobber. Wow. I see. Well, thanks for helping me with the search case. I appreciate you running around town with me. Kein Ding, können wir immer machen. I'm going to air this up at the workshop. Hopefully, it still be able to decipher what I drew. Why? Seems like Chario dragged you around today, Case. She's forgetful as ever. I worry about her sometimes, but maybe I can rest easier now that she has you. I know you are busy, but so I will let you get back to your day. Look out for Chario for me, okay? Werdet ihr sonst zusammen oder was? Skillpunkt, kann ich mit ihr? Ja, wir können jetzt mit ihr auch in die Blobwelt gehen. Das werden wir auf jeden Fall mit ihr machen. Das werden wir aber auf jeden Fall mit ihr machen. Und wir haben Skillpunkt. Skill war das, ne? Nee, das. Okay, ich hätte gerne... Ja, rein theoretisch Gießkanne. Die nutzen wir immer noch am meisten mit. So, weniger Verbrauch an Gießkanne. So, wir haben jetzt tatsächlich ziemlich viel zu... anzubauen. Ach, ich kann nicht hüpfen. Ich finde es furchtbar, dass wir nicht hüpfen können. So, wir haben wie viel frei? 3 Felder. Habe ich doch gewusst. Ich behalte erstmal nur diese Menge an Feldern, ne? Weil die uns nicht so viel Energie abzieht dann. Okay, ich hätte gerne einmal hier.
Wobei, Weizen finden wir überall, sind wir mal ganz ehrlich. Oder finden wir immer, sagen wir es mal so. Aber Blumen brauche ich noch viel weniger. So. Wenn die Karotten nachher fertig sind, dann haben wir ja auch wieder was. So, ich bin ganz ehrlich, ich will das eigentlich. Können wir irgendwas kochen? Oh ja, wir können... Oh ja, cool. Machen wir. Wusste ich doch, das haben wir einmal. Guck mal, das können wir auch noch anbauen. Das, okay, das können wir nicht anbauen. Hier Pilze haben wir auch noch genügend. Äpfel. Äpfel haben wir so viele, das ist gut. Ja, ich behalte die Blumen auch erstmal. Einfach nur so. Einfach nur so zum Spaß behalten wir die Blumen. So. Ja, Kokosnuss und Bonbons. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das sowieso alles hinbekommen. Kann ich irgendwas Neues setzen? Nein. Brauchen da. Ich würde mich jetzt noch ein bisschen angeln stellen, ehrlich gesagt. Toller Wurf. Den Rest des Tages, denke ich mal, angeln wir. Toll. Seegras. Ein paar Fische sind ja auch nicht verkehrt. Oder Seegras. Ups, ein Kampf. Warum nicht? Entschuldigung, ich habe einen extrem kratzigen Hals. Mist, die kommt doch vorher noch. Au, oh, das tat aber so viel weh. Alter Fände, die hauen aber auch rein. Wir sollten fliehen. Wir können nicht fliehen, wir haben verloren. Doch, wir können auch fliehen. Nein, wir können nicht fliehen. Das wirst du nicht überleben. Naja gut, vielleicht doch. Naja gut, haben wir es doch noch geschafft. Alter, finde, die hauen aber auch rein, die Viecher, ehrlich. Die hauen ganz schön rein. Die Wasserviecher, meine Güte. Also noch einen Kampf dürfen wir nicht nochmal machen. Mm-mm, geh weg. Ich will doch nur einen Fisch. Toll. Plastikbottle brauchen wir auch nicht. Kein Kampf mehr heute. Ein Schrimp. Wir müssen gleich Feierabend machen. Mein Hals macht nicht mehr mit. Nein, oh Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er das gemacht. Oh, die sind so böse, die Viecher. Die sind so höllisch böse. Ein bisschen mehr Fisch fangen wäre schön eigentlich. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt wäre ein bisschen mehr Fisch rauskriegen aus dem Fischen auch nicht schlecht.
sammeln ja nur Müll ein. Das ist auch nicht... Der macht kein Fischen keinen Spaß. Okay, ich würde sagen, wir legen uns aber jetzt hin. Und dann machen wir heute Feierabend. Entschuldigung, da war ein Kind. Guten Nacht. Guten Nacht. So. So, der Mann geht jetzt ins Bett. Und ich auch. So. Wir gehen jetzt hier auch ins Bett. Und ich werde mich jetzt verabschieden und wir werden uns. Muss ich erstmal selbst gucken. Beim nächsten Mal wiedersehen. Es kann sein, dass immer noch weiter Folgen ausfallen. Kann ich noch nicht versprechen, dass das wieder alles regelmäßig kommt. Muss ich meinen Gesundheitszustand ausmachen. Aber für heute haben wir erstmal. Also, vielleicht wird es morgen ja wieder besser. Mal sehen. Ich glaube zwar nicht, aber mal gucken. Ich bin jetzt raus und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.